I couldn't bleed if I can even feel the void inside myself. How do I feel my skin when every day I feel like somebody else? I don't know how to fix this. Did I even try? How can I hear my voice when every voice is ja, herzlich willkommen zu meinem Erfahrungsbericht zur Can-Am Outlander Max XTP. Ich habe das Fahrzeug im Dezember 2017 gekauft, damals neu beim Händler. Und was mir damals beim Kauf immer ein bisschen gefehlt hat, sind Erfahrungsberichte, die ein bisschen über die erste Zeit hinausgehen. Die meisten Videos, die man findet, die sind irgendwie beim Kauf oder wenn das Fahrzeug gerade geliefert worden ist oder meinetwegen nach den ersten 1000 Kilometern. Was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, sind wirklich Erfahrungsberichte aus der Praxis, wo die Maschinen noch mal ein bisschen was gelaufen haben. Und das möchte ich mit diesem Video einfach realisieren. Und ich glaube, ich kann da schon ein bisschen was zu sagen jetzt. Also die Maschine hat jetzt 12.000 Kilometer runter und gute 360 Stunden. Ist jetzt auch noch nicht die Welt, aber für einen Quad schon nicht wenig. Aber ich sag mal, das Aufgabenspektrum, was ich hiermit abgedeckt habe, ist schon relativ groß. Das heißt, ja, sind Fahrten auf der Straße ganz normal. Also ich bin damit in Urlaub gefahren. Wasserdurchfahrten, wo das Wasser wirklich bis Unterkante Luftfilter stand. Im Gelände, Baumrücken, Baum umziehen. Sehr viel Anhängerbetrieb. Und auch ja, im Schnee. Und ich sag mal, der größte Faktor ist eigentlich Striegel. Ich habe hier einen selbstgebauten Striegel für 1,40 Meter und da muss er richtig ran. Und ja, auf die Seite gelegt habe ich schon im Gelände. Also sehr, sehr durchmischt, sage ich mal, das Ganze. Ja, fangen wir mit dem Motor an. Motor 1000 Kubik Rotax-Motor mit 89 PS. Der geht wie die Feuerwehr, muss man wirklich sagen. Der läuft sehr gut, sehr laufruhig, sehr drehfreudig. Kraftstoffverbrauch, naja, lassen wir mal ausgeklammert. Also im pro Betriebsstunde gerechnet sind das irgendwo zwischen 3 und 6 Litern. Auf 100 Kilometer gerechnet sind es irgendwo zwischen 11,5, 16 Liter. Kommt immer ein bisschen drauf an, es variiert sehr stark. Ist, denke ich mal, aber wenn man sich so ein Fahrzeug anschafft, ein wichtiges Kriterium, weil viele sind, glaube ich, der Annahme, dass so ein Quad günstiger ist als ein Auto, ist es definitiv nicht. Weder Verschleiß noch sonstiges Kraftstoffverbrauch, Versicherung etc. Also ein Golf ist günstiger, würde ich behaupten, definitiv. Zurück zum Motor. Wie gesagt, Vierventil-Technologie sitzt da drin. Was ich vielleicht dazu noch erwähnen muss, ich war in dieser ganzen Zeit noch nicht einmal in der Werkstatt. Das heißt, ich mache alles selber dran. Ich habe auf quasi den Garantiezeitraum so ein bisschen verzichtet oder damit gespielt. Sondern auch bei der Wartung habe ich ein bisschen ein anderes System. Ich gucke nicht nach festen Wartungsintervallen oder so, sondern ich mache so einmal im Jahr, hole ich das Ding rein, baue alle Verkleidungen ab, mache es komplett sauber und wechsle dann alle Öle, alle Filter, schmier alles ab, guck alles durch. Stell die Ventile ein, schmier den Freilauf etc. Und das ist für mich so das Einfachste, da muss ich dann nicht nachgucken und weiß einfach, wie der Stand der Dinge ist. Und ich habe auch zwischendurch keinen Bock, das Ding sauber zu machen, weil da fährst du 300 Meter im Matsch und dann ist es wieder alles dreckig. Deswegen mache ich das einmal im Jahr, jetzt kürzlich war es gerade soweit, deswegen ist das auch noch so sauber. Ja, das haben wir dazu gesagt. Also zurück zum Motor, wie gesagt, bislang keine Probleme gemacht der Motor. Muss ich wirklich sagen, Top-Ding, obwohl ich den einmal heiß gefahren habe. Im Offroad-Park war der Kühler vorne dicht und dann ist der Motor heiß gelaufen, ist auch tatsächlich ausgegangen dann. Da weiß ich nicht, ob es ein Überhitzungsschutz war oder ob er wirklich geklemmt hat. Keine Ahnung, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Hatte mir aber nicht übel genommen, also es ist schon ein paar tausend Kilometer her. Läuft soweit auch. Da muss ich auch sagen, ist der Kühler wirklich gut zugänglich, man kann ihn zur Seite rausziehen, das ist wirklich gut gemacht. Ansonsten Ventile einstellen ist mir aufgefallen, so in den ersten 10.000 Kilometern, sage ich mal, bei den Malen, wo ich eingestellt habe, war es so, dass ich auch immer nachstellen musste. Das heißt, die haben sich schon in den
Kopf reingekloppt. Jetzt bei den letzten beiden Malen ist mir aufgefallen, dass ich wenig bis fast gar nicht nachstellen musste. Das heißt, er hat sich scheinbar relativ weit gesetzt jetzt. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich mit dem Motor als solches echt keinerlei Problem, muss ich sagen. Ja, vom Motor, der ein Stück weit auf dieser Seite sitzt, kommen wir rüber zur Variomatik. Ist ähnlich wie beim Roller, mehr oder weniger fast genauso. Damit hatte ich schon ein bisschen Ärger, vielleicht, oder was heißt vielleicht, ja, auch selbst gemacht. Und zwar der Wahlriemen, erst muss er eingefahren werden, das weiß ich. Das heißt, wenn ein neuer Riemen raufkommt, wirklich, also ich mache es immer 80 Kilometer lang, ohne jetzt hier einen Kickdown zu machen oder ja, starke Beschleunigung oder permanent mit einer Geschwindigkeit, sondern so ein bisschen leichter Wechselbetrieb, sage ich mal, die ersten 80 Kilometer. Ich blende auch gleich einmal ein, warum, weil der Riemen eben sich einlaufen muss auf die Varioscheibe. Man sieht auch den Riemen, wenn er neu ist, läuft er oben spitzer oder oben weiter auseinander. Und wenn er den gelaufen hat, dann sieht man, dieser Keil hat sich der Varioscheibe angepasst. Das ist auch wichtig. Was ich aber wissen wollte, wie lange hält denn der Riemen? Weil da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen zu. Und ich habe auch tatsächlich selber unterschiedliche Erfahrungen gemacht, je nach Riemen. So ist zumindest mein subjektives Empfinden dazu. Mein erster Riemen ist gerissen bei 3700 Kilometern und bei, das waren 105 Stunden, meine ich. Ich habe ihn vorher auch noch mal angeguckt, wie sah er aus, beziehungsweise habe den im Verlauf beobachtet. Und für mich ist es jetzt so ein Indikator, erstmal meist nach Gefühl. Und ich schaue mir regelmäßig den Riemen an und wenn der in den Flanken sozusagen Risse bekommt, dann weiß ich, jetzt wird es langsam kritisch und dann muss er gewechselt werden. Wie gesagt, ich habe es da einfach drauf angelegt. Mir ist dann bei, was weiß ich, 90 auf der Landstraße der Riemen gerissen, hat den kompletten Deckel zerschossen. Das war einmal Lehrgeld, würde ich nicht unbedingt empfehlen, also vorher einmal wechseln ist doch schon besser. Aber wie gesagt, ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel der Riemen danach hat wesentlich länger gehalten, obwohl ich für mein Empfinden den stärker beansprucht habe. Also noch mehr Anhängerbetrieb, noch mehr Kickdowns, weil gerade in der Anfangszeit, das ist mein erstes Cut, muss man dazu sagen, ist man noch relativ vorsichtig und weiß nicht, ob das vom Herkunftsland kommt, weil mir ist aufgefallen, es gibt immer unterschiedliche Länder, woher der kommt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein subjektives Empfinden. Wie gesagt, sollte man auf jeden Fall vorher machen, bevor man sich den ganzen Deckel zerschießt, weil der ist unnötig teuer. Ansonsten, ja, schmiere ich den Freilauf regelmäßig, das ist auch wichtig tatsächlich, also alle 3000 Kilometer muss man da schon ran, weil das Fett da drin schon ziemlich verharzt ist. Und ich habe auch den Freilauf umgeändert, also beziehungsweise andere Lager eingebaut, andere SKF-Lager. Habe ich so im Internet gelesen, habe ich einfach adaptiert. Kann ich jetzt nicht Schlechtes zu sagen, läuft. So, habe ich eigentlich wenig Probleme. Und auch generell, wie gesagt, die alten Riemen, ich tausche jetzt eben früher, behalte den alten Riemen. Und was man mit dem alten Riemen gut machen kann, ist die Scheibe lösen. Gibt ja ein Spezialwerkzeug, ein Blockierwerkzeug, entweder steckt man sich zwei Spinte rein, geht, oder mit dem alten Riemen kann man die Scheibe auch super festhalten. Also diese Mutter muss schon relativ stark angezogen werden. Naja, wie gesagt, das zu der Vario-Thematik. Ansonsten, ich hatte sie jetzt kürzlich offen gehabt, auseinander gehabt, zerlegt, ist soweit alles in Ordnung und auch so für mein Empfinden vom Verschleißverhalten in Ordnung, bis auf, wie gesagt, den Riemen, da bin ich nicht ganz d'accord mit. Meiner Meinung nach müsste die Standzeit länger sein, aber gut, das sei dahingestellt. Kommen wir vom Riemen weiter ins Getriebe, was hinten mit an dem Motor, oder also das Schaltgetriebe, was mit an dem Motor geflanscht ist, beziehungsweise glaube ich sogar ergibt eine Gussform, wo im Prinzip die Schaltung hier, die beiden H- oder die H- und L-Stufe schaltet. Gibt es eigentlich wenig zu sagen, habe ich wenig Probleme. Was mich so ein bisschen nervt, warum man bei einem Fahrzeug in der Preisklasse da nicht synchronisiertes Getriebe einbaut, weil das Schaltverhalten, wenn man die Gänge umschalten will, und ich schalte relativ häufig um, jetzt geht es gerade Vorführeffekt, aber häufig sind, dann stehen die Zahnräder übereinander und dann sitzt man hier wie so ein Affe und schaukelt sich die Gänge rein. Das fände ich ein bisschen geiler, wenn man das ändern würde.
Und noch ein kleines Manko, die Ölkontrollschraube ist hier eine Plastikschraube. Naja, und wenn da ein 15er Kopf drauf ist, dann zieht man die auch an wie ein 15er. Gefühlt. Habe ich auch schon kaputt gerissen. Beziehungsweise das Gewinde gedehnt. Ist jetzt ein Luxusproblem, ist nicht weiter schlimm, aber ist zumindest mir aufgefallen. Ja. Vom Schaltgetriebe geht es weiter über eine Gelenkwelle. Ich glaube, man kann es sehen. Hinten zum Winkelgetriebe. Diese Gelenkwelle ist eigentlich unspektakulär. Ich erwähne sie aber trotzdem, denn sie ist schmierbar an den Kreuzgelenken. Und die Betriebsanlage schreibt auch ein spezielles Fett vor. Es gibt da auch diverse Internetbeiträge, die man sich durchlesen kann, wo Leute ganz genau erklären, wieso, weshalb, warum. Ich sag, ich habe es nicht gemacht. Ich wollte es wieder ausprobieren. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn. Habe ganz normales Langzeitfett da reingepumpt. Bin nicht gestorben, glücklicherweise. Und habe jetzt aber bei 12.500 Kilometern die Gelenke einmal gewechselt. Die waren noch nicht kaputt, aber ich konnte merken, dass da Spiel reinkommt. Also ich habe sie dafür, dass ich nicht das richtige Fett genommen habe, ein bisschen regelmäßig geschmiert. Und wie gesagt, habe jetzt langsam Spiel reinbekommen, habe sie neu gemacht, bevor sie mir um die Ohren fliegen. Mir ist aber dabei aufgefallen, dass beim Ziehen der Gelenkwelle, dass im hinteren Bereich, wo das Gelenk auf den Stummel vom Winkelgetriebe aufgeflanscht ist, dass da beim Dichtringen die Welle einläuft. Das heißt, mal weitergedacht, ich hätte jetzt vielleicht dieses andere Fett genommen und wäre dann nicht 12.500 Kilometer mitgekommen, sondern, keine Ahnung, 18. Bringt mich das nicht wirklich weiter von meinem Empfinden, weil ich muss wahrscheinlich das nächste Mal, wenn die Gelenke kaputt sind, sowieso die Gelenkwelle tauschen, weil der Flansch oder die Dichtfläche so weit eingelaufen ist, dass es eh nicht mehr dicht wird. Also von daher, für mich ist das so in Ordnung. Ich werde dieses Fett weiterhin nicht kaufen oder nicht fahren. Und tausche dann einfach beim nächsten Mal, denke ich mal, die Gelenkwelle mit, weil dann ist das sowieso so weit eingelaufen, dass es keinen Sinn mehr macht, die nochmal wieder mit neuen Lagern zu versehen. Das nur kurz dazu gesagt, ist mein Erfahrungswert dazu und soll jeder aber machen, wie er möchte. Ja, im weiteren Verlauf kommt, man kann es glaube ich da sehen, da kommt die Gelenkwelle an auf der anderen Seite und dann haben wir hier in der Hinterachse den Winkeltrieb. Das ist wirklich ein Winkeltrieb, leider kein Differential, das heißt hinten Starrachse. Und der Winkeltrieb ist für mich am ganzen Fahrzeug der allergrößte Manko. Und zwar zum einen, weil es ein Winkeltrieb ist und kein Differential. Das macht zwar auch Laune, aber das nervt halt auch, wenn man in einer Pferdeweide oder irgendwo fährt, weil der Wendekreis ist doch recht groß und auch der Reifenverschleiß ist nicht marginal, sag ich mal. Da würde ich mir tatsächlich ein sperrbares Differential wünschen für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile in den Modellen drin ist, keine Ahnung, aber wäre schon cool. Und ansonsten ist dieses Winkelgetriebe tierisch laut im Helm. Also das ist eine Sache, für mich wirklich der allergrößte Minuspunkt am kompletten Fahrzeug ist, dass das Winkelgetriebe so laut ist. Ich weiß nicht, ob man das vom Tragbild noch besser hinkriegt, ob man es damit leiser kriegt. Das werde ich irgendwann machen, wenn es kaputt ist. Dann werde ich das versuchen, besser einzustellen vom Tragbild her, in der Hoffnung, dass es ein bisschen leiser wird. Ich weiß, dass sich da auch andere Leute schon Gedanken zu gemacht haben oder auch Austauschkits oder Austauschgetriebe für bauen, die leiser sind oder vom Übersetzungsverhältnis anders sind. Vom Übersetzungsverhältnis möchte ich gar nicht anders werden. Schneller auf keinen Fall. Eher langsamer und dafür ein bisschen mehr Drehmoment. Von daher ist das für mich erstmal nicht relevant. Solange es jetzt läuft, lasse ich es auch laufen, aber es ist wirklich auf langen Strecken fahre ich mit Ohrstöpsel zusätzlich im Ohr, im Helm, weil ich das Winkelgetriebe einfach nicht hören kann. Es ist wirklich so extrem laut und da fahre ich dann manchmal, wenn ich hier die Kurzstrecken fahre oder so, bestimmte Geschwindigkeiten überschreite ich dann nicht, damit es nicht ganz so nervig wird, weil das, also es ist wirklich ein Manko. Ja. Ansonsten noch eine Sache oder eine Eigenart von dem Getriebe, die mir aufgefallen ist. Beim Ölwechsel, gut, das ist unten die Ablassschraube und man sieht es hier. Da. Dachte ich, wäre eine Überlaufbohrung, ist aber offenbar keine Überlaufbohrung.
Wenn man bis dahin Öl auffüllt und fährt, dann ist das Winkelgetriebe zu 100% undicht, würde ich sagen. Bei mir war es sofort, ich habe es bis dahin aufgefüllt. Ich habe zwar vorher gesehen, dass in der Betriebsanlage steht 250 Milliliter. Und ich habe auch gemerkt, dass irgendwie ein bisschen mehr reingeht. Habe mir nicht so viel dabei gedacht, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das undicht wird. Und zwar da an der Stelle. Ich habe das Öl abgelassen, habe dann wirklich nur die Menge von 250 Milliliter aufgefüllt und seitdem ist es auch dicht. Zumindest läuft dann nichts mehr, ist vielleicht maximal ein bisschen schwitzig, aber nicht so, dass irgendwie ein Ölverlust, sag ich mal, feststellen kann. Das haut auch hin. Das sollte man auf jeden Fall, wenn man selber die Wartung machen will, berücksichtigen, dass man da nicht denkt, das ist eine Überlaufbohrung, sondern das ist einfach nur die Einfüllbohrung. 250 Milliliter und Abfahrt, dann haut das auch hin. Jo, das zum Getriebe einmal. Beziehungsweise Winkelgetriebe hinten. Ja, vom Winkelgetriebe kommen wir zack rüber zu den Reifen, beziehungsweise zu den auf den Radlagern, der Achsaufnahme. Mit den Radlagern hatte ich bislang überhaupt keine Probleme, obwohl ich H&R Spurplatten drin habe. Hinten und vorne sind aber noch die ersten Radlager. So, kein Stress mit. Wo ich allerdings ein bisschen Stress mit habe, oder naja, Stress kann ich nicht sagen, aber meine Erfahrung mitgemacht habe, ist mit der Bremsanlage. Dieses Fahrzeug hat einmal hinten rechts einen Bremssattel und vorne links und vorne rechts. Hinten rechts nur, wie gesagt, nur ein, weil es ist ja so gesehen ein starrer Durchtrieb. Das heißt, die linke Seite wird hinten auch mitgebremst, wenn man sich das so vorstellen mag. Und zu der Bremse einmal, da möchte ich einmal aus der Betriebsanleitung zitieren. Und zwar, neue Bremsen entfalten ihre maximale Leistungsfähigkeit erst nach der Einfahrdauer. Seien Sie besonders vorsichtig. Diesen Satz können Sie sich getrost in Bart schmieren. Das stimmt nämlich mal gar nicht, weil die Bremsen sind einfach von Grund auf scheiße. Also mit den organischen, originalen Belegen, die da drin sind, könnt ihr genauso gut die Füße raushalten. Und wie, wie heißt er hier, wie Fred Feuerstein Bremsen, die taugen nicht wirklich viel. Die sind auch, also auch im Geländeeinsatz sind sie wirklich schnell runter. Und auch die Bremswirkung lässt dann doch stark zu wünschen übrig. Ich weiß, die Fahrzeuge wurden nicht unbedingt für den Straßengebrauch konzipiert. Aber trotzdem, ich hätte mir da ein bisschen mehr erwünscht. Ich habe da nach dem ersten Schaden mit den Bremsen, die ich glaube ich bei 5000 Kilometer hatte, 5000 oder 6000, irgendwie so um den Dreh, habe ich die organischen Belege ausgetauscht in Sinterbelege. Und mit dem bin ich auch soweit zufrieden. Also bremst okay, also Bremsleistung ist okay. Ist wesentlich besser als mit den organischen Belegen. Ist zwar etwas lauter, die Bremse, ist aber jetzt, also tangiert mich jetzt nicht unbedingt. Aber das nochmal kurz gesagt zu den Bremsen. Ja, und dann sind wir damit auch schon am Rad angelangt. Zu den Rädern. Vielleicht nochmal ein, zwei Takte. Wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist mit diesen Badlock-Felgen. Ich habe mir beim Striegeln letzten dicken Nagel reingefahren und habe tatsächlich nicht mal bemerkt, dass der Reifen platt ist. Ich bin dann auf der Straße gewesen und habe mich gewundert, warum die Maschine immer zur einen Seite zog. Bin aber weitergefahren, habe dann zu Hause mal geguckt und dann fiel mir auf, der Reifen hat einen glatten Durchschuss. Und durch den Badlock-Ring oder durch die Badlock-Felge ist der Reifen eben drauf geblieben. Ich konnte weiterfahren. Und habe mich einfach mega gefreut, dass das so funktioniert hat. Habe dann die Reifen repariert und ja, alles gut soweit. Also kann ich jedem, der irgendwie ins Gelände will, so auf jeden Fall empfehlen, diese Badlock-Felgen zu nehmen, weil die ja, einen dann doch schon weiterbringen. In dem Fall, wenn man da irgendwie eine Beschädigung hat oder so. Vortrieb an der Hinterachse haben wir. Gehen wir zur Vorderachse. Wo wir dann auch nochmal eben einen zuschaltbaren Allraddurchtrieb haben. Ein kleines Manko daran ist mir aufgefallen, ist mir auch schon bei anderen aufgefallen. Und zwar diese Schellen hier, die lösen sich im Gelände. Habe ich einmal mitbestellt, dann hat es nicht lange gedauert, dann war die wieder ab. Das habe ich sie einfach abgelassen, schon seit längerem. Habe da bislang noch kein Problem mit. Aber ja, ist ja nicht im Sinne des Erfinders dann, ne? Ansonsten zu dem Getriebe mit dem Selbstschwerdifferenzial. Für meine Zwecke reicht es auf jeden Fall. Ich habe da noch kein Problem mit gehabt. Das Einzige, was ich hatte mit dem Vortrieb, mit dem Allradvortrieb, der ja quasi da hinten im Getriebe drin ist, der zuschaltbare Allradantrieb, dass der Schalter hier kaputt war. Das heißt, ich hatte permanent Allrad an.
Hab dann das durchgemessen, hab dann rausgefunden, dass der Schalter eben Kontaktprobleme hat. Ja, hab das repariert. Aber ansonsten kann ich da nichts Negatives drüber verlieren. Mit dem Selbstsperrdifferenzial, das funktioniert schon. Für meine Zwecke eben ausreichend. Kurz zum Fahrwerk noch ein paar Worte. Was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass man die Dämpfer vom Fahrerstand aus einstellen kann. Das gibt es ja auch mit Luftfahrwerk, soll aber nicht so gut funktionieren, was ich gelesen habe. Und ich würde mir einfach die hydropneumatischen Dämpfer weiterhin wünschen, aber einstellbar oben vom Lenkrad. Weil gerade bei der Max, wenn man zu zweit unterwegs ist, stellt man da doch relativ viel ein. Weil dort, wenn man da auf der Straße fährt und hat vorne auf weich stehen und man fährt dann in die Kurve rein und man kommt in diesen Schubbetrieb und lenkt dann ein, dann ist wirklich, dass das Rad sehr stark einnickt. Und in dem Moment würde ich dann gerne vorne auf hart haben, Minimum. Und hinten dann auf Mitte, sage ich mal. Wenn ich dann aber wieder übers Gelände pesen will, das heißt hier quer über den Acker, dann hätte ich es gerne wieder weicher in dem Moment. Und da würde mir das einfach... Da fehlt mir das einfach, dass man das mal eben schnell umstellen kann. Ich weiß nicht, wie andere das machen, ob die vielleicht das einfach eine Einstellung lassen. Ich drehe da relativ viel dran. Wenn ich weiß, okay, ich bin viel auf der Straße, dann drehe ich die auf hart. Und wenn ich weiß, ich bin hier eher im Gelände, dann mache ich es ein bisschen gemütlich. Dann drehe ich die auf weich. Und zum Teil aber auch, wenn man dann wieder in kopiertes Gelände kommt oder in, ich sag mal, wo man wirklich so kleine Berge hoch runter fährt, da wird es sich dann wieder anbieten, mal wieder eben schnell hart zu drehen, weil wenn da, so ist es mir einmal auch auf die Seite gefallen, wenn man da dann über diese Kuppe kommt und dieser Kippmoment, dass da dann die Federung nicht ganz so weich ist und so doll einfedern kann. Das würde ich mir wünschen, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt. Was ich weiß, dass bei den neuen Modellen hier noch irgendwie eine andere Quertraverse oder Querlenker drin sitzt, wodurch das Quad als solches noch stabiler steht in der Kurve dann, ne? Das geht. Also mit den Spurplatten ist schon vom Fahrkomfort ist es schon ein Vorteil. Verschleiß ist natürlich höher, aber ansonsten, wie gesagt, habe ich mit den Dämpfern so keine Probleme. Es läuft gut und macht auch wirklich Bock damit, übers Feld zu bügeln. Jetzt noch mal ein bisschen allgemein gesprochen zum Quad. Was ich mir wünschen würde, ist die Beleuchtungsanlage vorne. Ich weiß nicht, ob das bei den neuen Modellen jetzt schon verbaut ist oder nicht. Ich hätte gerne vorne LED-Scheinwerfer bzw. auch vernünftige Blinker vorne. Hinten geht es, vorne ist es eher mau. Man sieht es da an den Kennzeichen links, rechts. Da hängen die kleinen Pedel, gut, die sind nachgerüstet, damals vom Händler. Aber ich würde mir wünschen, dass das in die Beleuchtung oben mit integriert ist, dass es einfach ein bisschen ästhetischer aussieht. Ich weiß, im Zubehör gibt es das mittlerweile schon. Keine Ahnung, wie das Original ist aktuell. Müsste ich auch nachgucken. Aber es ist ein kleiner Minuspunkt. Dann kurze Lenkung nochmal eben, hatte ich eben vergessen zu sagen. Ich habe die Vorspur ein bisschen verändert. Ich habe etwas Vorspur rausgenommen, weil mir der Reifenverschleiß vorne zu hoch war. Und musste auch tatsächlich schon mal bezahlen dafür, weil eben, man kann es hier sehen, am Reifen. Hier geht es jetzt, baut sich der Sägezahn auf. Das heißt, hier vorne ist dann kein Profil mehr und hinten ist es hoch. Wie gesagt, da bin ich mal eingehalten worden, musste dann Quatsch stilllegen und sowas, weil ich habe die eben so gefahren, dass sie vorne waren die flach und hinten war noch was da. Aber fand die Polizei nicht so cool, musste ich neu raufbauen. Das sind jetzt neu, das ist der zweite Satz. Ich bekomme jetzt kommende Woche den dritten Satz. Wie gesagt, aber dadurch, dass die Vorspur etwas rausgenommen habe und den quasi auf Null gedreht habe, oder fast Null, und dann die Reifen auch einmal gedreht habe, was ich davor zwar auch gemacht habe, aber hier jetzt noch einmal öfter, geht der Verschleiß. Also es ist relativ gleichmäßig vorne, aber man sieht eben, der schiebt schon gut über die Vorderachse durch den Winkeltrieb hinten. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil hinten ist noch volles Profil und vorne sind immer die Pellen runter. Ich probiere jetzt mal andere Räder aus, mal gucken, wie es damit ist. Und dann schauen wir mal weiter. Dann eine kleine Sache, die ich gerne noch geändert hätte. Weiß ich auch nicht, wie es jetzt aktuelle Modell ist. Und zwar die ganzen Schalter hier hätte ich gerne irgendwie Hintergrund beleuchtet oder irgendwie eine Beleuchtung dran. Eine Aufwindbeleuchtung, weil gerade im Winter, wenn man dann die dicken Handschuhe anhat und es ist komplett dunkel, man steigt auf und dann wühle ich hier erstmal, wo sind jetzt gerade die Schalter alle richtig dran. Das nervt mich ein bisschen.
könnte man noch anders machen. Was ich gut finde, ist der Schlüssel, weil der eben auch in dem Moment, wo irgendwas ist, kann man den schnell ziehen. Gerade da, als ich das mal auf die Seite gelegt habe, konnte ich eben schnell den Schlüssel ziehen. Musste da nicht nur erst irgendwie drehen oder irgendwas, sondern ziehen und aus. Und ist dann auch nichts weiter passiert. Ansonsten nachgerüstet habe ich noch hier ein mobiles Endgeräte-Halterteil, wo man eben Navi reinklemmen kann oder Telefon oder was auch immer. Das ist so eine kleine Klappe hier hinten dran, kann man auch was drin verstauen. Fand ich ganz cool. Ja. Ja, kurz noch mal ein kleines abschließendes Statement zum Fahrzeug. Ich hatte bislang, wie gesagt, keinerlei wirklich große Reparaturen. Wenn man jetzt mal den Riemen ausklammert und den zerschossenen Deckel, was aber für mich eher zum Verschleißbild zählt, war so jetzt das Erste, dass ich mal Hand anlegen musste, eben die Kardanwelle, was ja aber auch wiederum ein Verschleißteil ist. War aber auch nicht dramatisch, habe ich selber gemacht. Das Einzige, was ich mal hatte, irgendwie bei 4.000, 5.000 Kilometern, da ist die Lenkung ausgefallen, Lenkunterstützung. War während der Fahrt auch mal sporadisch dann ein Fehler, dann war die Lenkung auch, also nicht starr, aber die Lenkunterstützung war weg. Das ist ein paar Mal aufgetreten und war dann weg. Also die letzten 6.000, 7.000 Kilometer ist das nicht mehr aufgetreten. Und von daher alles gut, würde ich sagen. Ich kann das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe, wie gesagt, als ich damals das gekauft habe, mir auch nicht wirklich was anderes angeguckt, muss ich dazu sagen, weil ich das einfach vom Design geil fand mit dem komplett schwarzen. Kann da jetzt auch keine Referenz ziehen zu anderen. Mir macht es auf jeden Fall mega Laune, weil das Ding geht ab wie Spitzkatze und zaubert mir einfach jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Und von daher, ja, wer da noch so ein bisschen unschlüssig ist, meine Empfehlung gibt es. Und dass es aber nicht gerade günstiges Hobby ist, glaube ich, muss auch jedem irgendwie klar sein. Und ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Erfahrungsbericht ein bisschen weitergebracht oder vielleicht Spaß gemacht. Und wünsche von da euch alles Gute, macht's gut. Ciao.